Julian. Hallo Romy. Julian und Romy treffen sich und gehen in den Wald. Sie sammeln Pilze und Beeren. Eisbeeren, Braunbeeren, Blaubeeren. Schau mal, wie viele Pilze hier sind. Sie hören Musik. Es ist Mozart. Sie suchen, wo die Musik herkommt. Sie finden eine singende Fledermausdame. Der Name der Fledermaus ist Lina. Sie hören zu und sind begeistert und werden Freunde. Ich darf nicht in der Höhle singen. Die anderen Fledermäuse wollen schlafen. Die Kinder bringen ihre Freunde mit. Alle hören Lina zu. Dann singen sie alle gemeinsam. So ein Stacheltier, ja, das wissen wir. Frisst in unserem Garten viele Schädlingsarten. So ein Stacheltier, ja, das wissen wir. Frisst in unserem Garten viele Schädlingsarten. Lina ist jetzt Chorleiterin. Isa fanden einen Igel draußen vor dem Turm. So ein Stacheltier, ja, das wissen wir. Frisst in unserem Garten.